Yo, hier ist Kelly von I'm Fash und ich heiße euch wieder willkommen auf diesem Kanal. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir auch auf Instagram folgt. Kelly Cario, ihr wisst, Support ist kein Mord. Also lasst ein Follow da und lasst ein paar Likes da für den Boy. Ihr habt euch im Black Friday Video gewünscht, dass ich euch auf jeden Fall intensiver auf die Sales Season vorbereiten soll. Und wie es schon sagt, Vorbereitung, und daher ist Vorbereitung auch wirklich alles. Sei es jetzt, dass ihr auf jeden Fall übers ganze Jahr schaut, was passt zu meinem Kleiderschrank, was habe ich schon, was bräuchte ich noch. Also dann müsst ihr noch schauen, was passt insgesamt zu meinem Stil, wo bin ich gerade und wo will ich hin. Also wirklich schauen, was für Pieces fehlen mir, welche Pieces möchte ich noch haben in der Zukunft, damit ihr auch nicht irgendwelchen Kram bei der Sales Season kauft. Dann müsst ihr das in Erfahrung bringen, also was brauche ich für meinen Kleiderschrank, was passt zu meinem Kleiderschrank und wo möchte ich in der Zukunft hin. Diese drei Fragen solltet ihr euch auf jeden Fall stellen, bevor die Sales Season anfängt. Zusätzlich solltet ihr euch im Klaren sein, zu welchem Preis ihr dieses Piece haben wollt. Sei es nun jetzt, dass es 10% günstiger ist, 20% günstiger, 30% günstiger, 40%, 50%, 60%, 70% günstiger. Darüber solltet ihr euch im Klaren sein, bevor die Sales Season anfängt. Damit ihr nicht sagt, okay, ey, Druck, ich muss das Piece jetzt haben, ist es 10% günstiger, aber brauche ich das wirklich? Damit ihr euch ungefähr auch eine Liste gemacht habt, welche Produkte Prioritäten bei euch haben. Dann solltet ihr noch in Erfahrung bringen, bei welchem Online-Store die Produkte günstiger sind. Sei es jetzt bei Mr. Porter, sei es bei Farfetch, bei Essence. Schaut, ob die vielleicht die ähnlichen oder gleichen Produkte haben und vergleicht die Preise und vergleicht dann auch beim Sale nochmal die Preise. Bei den meisten Online-Stores könnt ihr euch eine Wishlist machen, also eine Wunschliste. Einfach die Produkte, die ihr unbedingt haben wollt für die Sales-Season, würde ich in die Wunschliste tun, um dann einfach immer sortiert und immer im Auge zu haben, welche Produkte möchte ich überhaupt haben und welche Produkte kaufe ich mir dann nur, weil es Sale ist. Damit ihr da nicht in die Sale-Falle tappt, solltet ihr auch eine Wunschliste haben, abgesehen davon, dass ihr schon die Preise verglichen habt zwischen den Online-Stores und nicht dann in der Sale-Falle tappt und sagt, okay, dieses Piece ist jetzt plötzlich 50% günstiger und deswegen kaufe ich mir nur das T-Shirt, weil es gerade günstig ist, anstatt 200 Euro nur 100 Euro kostet. Aber wenn ihr eine Wunschliste habt, habt ihr automatisch eine Liste von den Produkten, die ihr wirklich haben wollt. Wie gesagt, deswegen ist es unbedingt wichtig, Preise zu vergleichen bei den Online-Stores, zu wissen, zu welchem Preis ich wirklich zuschlagen möchte. Sei es jetzt, ob das Piece jetzt nur noch 100 Euro kostet oder ob ich schon zuschlage, wenn es nur noch 150 Euro kostet. Dann ist natürlich auch noch wichtig zu wissen, okay, welche Produkte möchte ich wirklich haben, ohne dass ich dann in der Sale-Falle tappe und sage, okay, das Produkt ist jetzt einfach günstiger, das T-Shirt, der Hoodie oder was auch immer und deswegen kaufe ich es. Nein, wenn ich eine Wunschliste habe, habe ich gut strukturiert, schon geplant, welche Produkte ich haben möchte, welche zu meinem Kleiderschrank passen, welche zu meinem Stil passen. Macht euch auf jeden Fall eine Wunschliste, das verhindert, dass ihr auf jeden Fall Fehlkäufe macht und nur Produkte kauft, weil es günstig ist. Also, dass ihr nicht in diese Retail-Sale-Falle tappt. Macht euch eine Wunschliste. Falls die Online-Stores keine Wunschliste haben, macht auf jeden Fall Lesezeichen, macht euch Tabs, wo die Produkte dann gespeichert sind oder nutzt unter anderem verschiedene Apps, um euch Listen zu machen. Um die Sales Season vollkommen auszukosten, müsst ihr natürlich wissen, wann sind Sales? Wann fängt der 10%ige Sale an? Wann fängt der 20%ige Sale an? Wann der 40, der 50 und so weiter? Deswegen macht euch auf jeden Fall Gedanken. Nehmt euch als Richtlinie die Sales vom Vorjahr. Unter anderem könnt ihr den größten Sale auch direkt nach Weihnachten machen. Also nicht vor Weihnachten kaufen, außer ihr wollt dieses Piece unbedingt haben und das Piece ist rare oder das Piece wird wahrscheinlich ausverkauft sein bis zu dem Zeitpunkt. Bringt auf jeden Fall eine Erfahrung, wann es wo wie viel Prozent gibt. Das bekommt ihr heraus durch Newsletter. Das bekommt ihr heraus, dass ihr die App von der Plattform habt. Also sei es jetzt zum Beispiel Mr. Porter, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, hey, wir haben 10-20%, kommt vorbei, kauf was aus deiner Wishlist. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, einfach dieses Problem zu lösen und in Erfahrung zu bringen, wie viel Prozent es gerade bei dem Online-Store gibt. Macht euch auf jeden Fall eine neue E-Mail-Adresse oder nutzt eine E-Mail-Adresse, die ihr nicht als Haupt-E-Mail-Adresse für wichtige Mails nutzt, damit ihr halt einfach immer diese Newsletters da bekommt und dann immer vorbeischauen könnt, wenn ihr gerade Zeit und Lust darauf habt. Und damit euer E-Mail-Konto nicht vollgespammt wird damit. Ein guter Zeitpunkt ist immer der Boxing Day. Der Boxing Day ist der erste Tag, der erste Arbeitstag nach den Feiertagen. Da werden die meisten Shops nochmal Prozente drauflegen, sei es jetzt 50%, 60%, 70%. Bedenkt immer, das sind bis zu 60% oder 50% oder 70%. Nicht alles ist 50%. Das heißt, manche Sachen sind immer noch 10%. Dafür habt ihr eure Wishlist, damit ihr sehen könnt, okay, ist das schon das Piece, was ich haben möchte? Für diesen Preis. Kommuniziert mit euren Freunden, welche Pieces ihr unbedingt haben wollt, zu welchem Preis ihr die am besten haben wollt, wo ihr die schon gesehen habt, damit die vielleicht, wenn die am Stöbern sind für ihre eigenen Einkäufe und vielleicht über euer Piece stolpern,
dass die euch sagen können, hey, guck mal, das habe ich für den und den Preis gesehen, hast nicht da voll Bock drauf gehabt. Dieses Phänomen ist mir schon öfters über den Weg gekommen. Dass Freunde mir dann geschrieben haben, hey Kelly, hast du das schon gesehen? Bei Mr. Porter gibt es den und den Schuh zu dem und dem Preis. Du wolltest den noch unbedingt haben. Und ich konnte dann einfach das Piece so einfach mitnehmen. Also kommuniziert auf jeden Fall mit euren Freunden, welche Pieces ihr haben wollt, zu welchem Preis ihr die am besten haben wollt. Und dann können die euch vielleicht auch immer auf den Laufenden halten, falls ihr was überseht bei den Shops. Ist mir auch schon öfters passiert. Shoutout an Deadstock dafür und auch an Patrick und Moray. Die helfen auch immer, um so Pieces für den günstigsten Preis zu finden. Falls ihr keine Freunde habt, die Fashion interessiert sind oder ihr einfach ein größeres Fashion-Netzwerk haben wollt, schreibt mir in die Kommentare Hashtag IMFash und ich überlege mir mal, ob wir vielleicht eine Facebook-Gruppe starten, wo wir dann über Know-how sprechen, über Sale und so weiter. Schreibt mir in die Kommentare Hashtag IMFash und dann können wir mal schauen, wie ich das umsetzen kann. Facebook-Gruppen sind grundsätzlich auch gut, weil dann könnt ihr sehen, okay, dieses Piece ist vielleicht sehr beliebt, das werde ich bei 50% nicht bekommen, aber bei 10%. Dann habt ihr ungefähr die Stimmung in der Szene erfahren, wie sehr beliebt das ist. Wenn ihr es öfters gesehen habt, dass es gepostet worden ist oder öfters auf Instagram gesehen habt, dann wisst ihr, okay, bei 50% wird das nichts, weil jeder will dieses Piece haben, jeder ist hungrig darauf. Aber zusätzlich könnt ihr noch ein Gefühl dafür bekommen, ob ein Piece wirklich so sehr beliebt ist, wenn ihr auf die einzelnen Retailer-Seiten geht, sei es jetzt Mr. Porter und dann steht da nur noch, das Piece ist nur noch einmal übrig oder es sind nur noch wenige Stückzahlen da, dann wisst ihr, okay, vielleicht ist meine Size wirklich sehr beliebt, das kriege ich bei 50% definitiv nicht. Dadurch kriegt ihr eine Erfahrung, ob euer Piece wirklich so sehr beliebt ist, durch Facebook-Gruppen, durch Instagram, durch die einzelnen Shops. Wenn diese Pieces nur noch in kleinen Stückzahlen da sind, dann wisst ihr, okay, dieses Piece ist insgesamt sehr beliebt in der Szene und ich kriege das zu 50% definitiv nicht, aber zu 10% könnt ihr es vielleicht trotzdem schießen. Deswegen macht euch auf jeden Fall bei Facebook-Gruppen schlau, macht euch auf Instagram schlau, ist dieses Piece vielleicht öfters abgelichtet worden, haben das einige Leute gekauft, schreiben die darüber ständig und macht euch zu guter Letzt auch bei den Shops schlau, wie viel Pieces haben die da noch? Steht da vielleicht nur noch einmal übrig, ist es vielleicht schon sold out und kriegt es nur einen Restock, dann werdet ihr es zu 10% vielleicht sogar schon nicht mehr bekommen und auch erst recht nicht zu 50%. Diese Taktik ist auch gut für Produkte, wo ihr denkt, okay, das wird auf Facebook gar nicht geteilt, das wird auf Instagram gar nicht fotografiert und gezeigt, das wird in den Online-Shops immer zu voller Stückzahl gezeigt, dann wisst ihr, okay, das könnt ihr sogar vielleicht für 50% oder mehr schießen. Also das ist auch mal die andere Seite der Münze. Also merkt euch auf jeden Fall, ihr müsst ein Gefühl dafür bekommen, wie beliebt ein Piece ist und wie unbeliebt ein Piece vielleicht ist oder wie gefragt es ist. Damit ihr einfach wisst, okay, ich kann es zu so und so viel Prozent schießen und kann warten. Oder ich muss mich beeilen, um dieses Piece zu bekommen, wenn ich es so unbedingt haben möchte. Manche Pieces werdet ihr durch diese Taktiken deutlich günstiger bekommen und andere wiederum nicht. Aber versteift euch nicht darauf, die nächste Sales Season wartet schon auf euch. Falls ihr ein Video sehen wollt, wie ich euch zeige, wie ich fast nie Retail bezahle, schreibt mir das in die Kommentare. Dann mache ich euch auch noch ein Video darüber und dann machen wir so eine, ja, Never Pay Retail Playlist. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir bei Instagram folgt, also lasst ein Follow da, lasst ein paar Likes da, abonniert diesen Kanal, macht die Glocke an und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch in die Kommentare schreibt Hashtag IMFash für die Facebook-Gruppe und Hashtag NeverPayRetail für so eine NeverPayRetail-Playlist. Dann mache ich ein paar Videos dazu, Tipps und Tricks, Applikationen, also Apps und ja, andere Mechanismen, die man nutzen kann, um theoretisch nie Retail zu zahlen und die Produkte günstiger zu bekommen. Das ist so meine Devise. Und danke für euren Support. Bis zum nächsten Mal. Ciao.